Frau Kopp, Sie haben heute zum Frauenfrühstück geladen in Dornbirn, um auf die Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen. Kann man denn in Zahlen ausdrücken, wie viele Frauen in Vorarlberg bzw. auch weltweit davon betroffen sind? Also weltweit spricht man davon, dass jede fünfte Frau einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen ist. Und in der IFS Frauennotordnung, das ist eine Gewaltschutzeinrichtung im stationären Bereich, wo Frauen und Kinder Schutz und Zuflucht finden, haben wir bisher 60 Frauen und 46 Kinder aufgenommen. Sie haben die IFS Frauennotordnung angesprochen. Wie lange gibt es diese Institution schon? Die Institution IFS Frauennotordnung gibt es seit 1990. Wir haben Platz für 12 Frauen und deren Kinder. Wir haben ein Stammhaus mit Platz für 8 Frauen und deren Kinder, ein Notzimmer und eine Außenwohnung in Dornbirn und in Bludenz. Wann fängt denn Gewalt an? Also wann dürfen sich Frauen denn an die IFS Notwohnungen wenden? Es gibt dazu zwei Themen. Es gibt den strafrechtlichen Bestandteil, also wenn es bei der körperlichen Gewalt um Körperverletzung, um Nötigung geht, dann sind das strafrelevante Bereiche, wo es sehr klar ist, was Gewalt ist. Im sexuellen Bereich ist es gibt es auch strafrechtliche Delikte. Wo es schwieriger wird, ist in der Definition der psychischen Gewalt. Da sprechen wir davon, wenn Frauen eingesperrt werden, wenn sie kontrolliert werden, wenn sie isoliert werden, keine Beschimpfungen und Demütigungen ausgesetzt. Und da hängt es schon auch davon ab, das subjektive Sicherheitsgefühl oder die subjektive Gewaltbetroffenheit, die definiert die Frau selbst. Und an sich ist Gewalt per se ein Machtungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Wenn nun eine Frau betroffen ist, wohin kann oder darf sie sich wenden? Sie kann, soll und darf sich telefonisch an die IFS Frauennotwohnung wenden. Wir sind rund um die Uhr erreichbar und in einem telefonischen Gespräch kann man dann genauer abklären, welche Hilfe und Unterstützung die Frau für den Moment benötigt. Ganz wichtig ist, dass wir der Frau zuhören, nachfragen, ob sie aktuell in Sicherheit ist und gemeinsam mit ihr überlegen, was die nächsten Schritte sein können. Wenn nun jemand vermutet, dass in seinem Bekanntenkreis eine Frau Gewalt erleiden muss, kann er da auch helfen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir appellieren auch an die Solidarität von Mitbürger und Mitbürgerinnen. Und auch da kann man bei uns anrufen, kann einmal die Situation schildern, was man wahrnimmt, was man beobachtet, damit man, das dient auch dazu, damit man das selber mal los wird, mit jemandem darüber sprechen kann. Und im Gespräch kann man darüber nachdenken oder schauen, welche nächsten Schritte es gibt. Der Ausstieg aus einer Gewaltbeziehung ist ein sehr spannender, aber auch sehr gefährlicher Prozess. Da braucht es Zeit. Und es ist also wichtig, dass Angehörige oder Bekannte von gewaltbetroffenen Frauen auch nicht zu viel Verantwortung übernehmen, nicht enttäuscht sind, wenn die Frau dann nicht gleich den Schritt aus der Gewaltbeziehung löst, weil es eben ein sehr anstrengender, auch gefährlicher Weg sein kann und darum ist professionelle Unterstützung sicher gefragt. Nun haben Sie eine Initiative gestartet und zwar mit Zuckerstangen. Was hat es damit auf sich? Also wir haben heuer versucht, die Cafés als Orte der Kommunikation zu nutzen. Wir haben 150.000 Zuckerstangen sozusagen in circa 100 Cafés verteilt und wir wollen damit aufmerksam machen, dass eben Gewalt noch länger aushalten, um welchen Preis, oder ich habe gehofft, dass es sich ändert. Mit solchen Botschaften wissen wir, dass wir Frauen erreichen und dass sie Mut bekommen, bei uns anzurufen, um Hilfe und Unterstützung in Anspruch zu nehmen.